Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute möchte ich das Video "Ist Gott gut?" Fragezeichen von Nightlight kommentieren. Ist Gott gut? Wenn er es ist, warum gibt es dann Böses und Leid? Um diese Frage zu beantworten, können wir einfach einen Blick in unsere Bibel werfen, da die Frage sich auf den christlichen Gott bezieht. In Jesaja 45,7 steht: "Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut." So, Frage beantwortet, reicht dann jetzt. Gehen wir mal davon aus, Gott ist allmächtig. Das bedeutet, Gott kann alles tun, was sich nicht selbst widerspricht. Rein von der Definition her bedeutet Allmacht, zumindest was der Duden so behauptet, Macht über alle und alles, grenzenlose Machterfüllung, uneingeschränkte Macht. Er kann riesige Galaxien erschaffen und kleinste Atome und schönste Natur und dich. Aber Gott kann nichts tun, was sich selbst widerspricht. Er kann keinen quadratischen Kreis machen. Oder einen Stock mit nur einem Ende. Kann Gott also einen Stein erschaffen, der so groß ist, dass er ihn nicht heben kann? Nein. Warum sollte ein Gott an die logische Möglichkeit von etwas gebunden sein? Immerhin ist er derjenige, der, wenn er alles geschaffen hat, auch die Logik geschaffen hat. Da er außerhalb der von ihm geschaffenen, limitierten und restriktionierten Menschenwelt handelt, sehe ich kein Problem damit, dass er dazu in der Lage sein soll, als allmächtiges Wesen etwas zu tun, das unserer Logik widerspricht. Demnach kann Gott entweder alles oder ist nicht allmächtig. Als Gott die Menschen erschuf, wollte er, dass sie frei sind. Freiheit ist eine gute Sache. Aber wenn Menschen frei sind, kann Gott sie nicht zwingen, auf ihn zu hören. Weil Freiheit ohne freien Willen wie ein quadratischer Kreis ist. Es ist ein Widerspruch in sich. Beginnen wir mit einem Argument, das seinen Ursprung bei Jean-Paul Sartre findet. Sartre war der Ansicht, dass, wenn es einen Gott gibt, er uns mit einem bestimmten Plan erschaffen haben muss, man siehe dafür den Schöpfungsmythos, wodurch beim Menschen die Essenz der Existenz vorausgeht und er dadurch nicht frei ist. Außerdem hat Gott als allwissendes Wesen bereits jede Handlung vorher gewusst, bevor er uns oder auch nur irgendetwas geschaffen hat, was ebenfalls bedeutet, dass wir determiniert sind. Und um uns noch einmal an die Bibel zu setzen, Paulus an die Epheser 1,3-6. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Schöpfung der Welt, damit wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns in seinem geliebten Sohn begnadet hat. Um es kurz zusammenzufassen: Gott hat diejenigen mit Jesus gesegnet, die er sich vor Jesus Geburt ausgesucht hat, um durch Jesus gesegnet zu werden, was die Voraussetzung dafür ist, dass man in den Himmel kommt. Dadurch ist zum einen der Glaube, den man hat, und zum anderen das Jenseits eines jeden Menschen determiniert. Kein freier Wille, keine Freiheit. Gott will keine Roboter. Er möchte echte Menschen. Auch wenn das jetzt nicht so wichtig ist, möchte ich kurz anmerken, dass diese Aussage auch nicht vollkommen richtig ist. Stellen wir uns vor, dass wir tatsächlich die ganze Zeit bereits determiniert wären. Können wir uns immer noch frei und ungehindert bewegen oder haben wir immer noch das Recht, etwas tun zu dürfen? Fühlst du dich nun durch persönliche oder gesellschaftliche Zwänge verpflichtet und in deinen Entscheidungen eingeschränkt? Nein, tust du nicht. Freier Wille bedeutet, wollen zu können, was du willst. Das schließt nicht automatisch Handlungsfreiheit ein, was so viel bedeutet, wie dass man dazu in der Lage ist, das Gewollte so umzusetzen, wie man es will. Je nachdem, welche Position man beim Leib-Seele-Problem einnimmt, kann man immer noch etwas frei wollen, obwohl es keine Auswirkung auf den determinierten Körper hat, zum Beispiel als Epiphänomenalist. Bei denen ist
Der Geist ein Nebenprodukt des Körpers und kann nicht auf den kausal bestimmten Körper eingreifen. Der Geist kann aber trotzdem etwas wollen. Schon die ersten Menschen, die sich frei entscheiden konnten, missbrauchten ihre Freiheit. Die tragischen Folgen ihrer falschen Entscheidung und unserer falschen Entscheidungen sind auf der ganzen Welt erkennbar. Ich vermute mal, dass du den Sündenfall durch Adam und Eva meinst, als du über die erste Entscheidung der Menschen gesprochen hast. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber Adam und Eva hat es nie gegeben. Zumindest nicht, wie es in der Bibel steht. Vielleicht hat es irgendwann mal einen Adam und eine Eva gegeben, aber nicht so. Ich würde raten, wenn es um den Ursprung des Menschen geht, einfach aus Gründen der Evidenz auf die Evolution zu setzen. Und im Rahmen dieser ist wohl die erste Entscheidung der Menschen keine falsche gewesen, da wir sonst nicht existieren würden. Außerdem ist Gott im Schöpfungsmythos schon ein wenig hinterhältig, wenn er den Menschen und dessen Natur geschaffen hat und sich dann darüber wundert, dass der Mensch manipulierbar ist, als hätte er es nicht schon gewusst, wo wir auch wieder beim Allwissen sind. Unabhängig davon halte ich die Vorstellung für grausam, dass zwei Menschen einen Fehler gemacht haben und dadurch alle Menschen auf alle Ewigkeit bestraft werden. Es ist nicht nur grausam, sondern verstößt auch gegen die Genfer Konvention. Dort kann man nämlich zum Thema Kollektivschuld Folgendes lesen. Artikel 33 Genfer Abkommen 4 bestimmt, dass keine Person für ein Verbrechen verurteilt werden darf, das sie nicht persönlich begangen hat. Eine Kollektivstrafe setzt Kollektivschuld voraus. Nach Artikel 87 Absatz 3 Genfer Abkommen 3 und Artikel 33 Genfer Abkommen 4 zählen Kollektivstrafen zu den Kriegsverbrechen. Also ab mit Gott ins Gefängnis. Nein, nur Spaß. Gott ist verantwortlich, dass Menschen einen freien Willen haben. Aber Menschen sind verantwortlich, wie sie mit ihrem freien Willen umgehen. Dabei sollten wir beachten, Gott lässt uns in unserem Leid nicht allein. Er wird alles Böse und jedes Leid beseitigen. Überhaupt wurde Gott ein Mensch, um mit uns zu leiden. Deshalb, Gott ist gut. Wie bereits belegt, ist Gott verantwortlich für die Determinierung des Menschen. Dass Menschen jedoch für ihre Handlungen verantwortlich sind, kann ich so unterschreiben. Allerdings nur aus einer Position heraus, in der Gott nicht existiert, da wir sonst determiniert werden. Und ja, Gott, der das Böse geschaffen hat und verantwortlich ist für den Sündenfall, ist zum Mensch geworden, um mal für einen begrenzten Zeitraum so zu tun, als wäre er einer von uns, um sich dann für die Kollektivstrafe, die er uns auferlegt hat, zu opfern, anstatt sie einfach aufzuheben. Ich meine, das klingt auch nach einem viel sinnvolleren Verfahren. Oder nicht? Und er möchte, dass echte Menschen wie du ihn kennenlernen. Du hast einen freien Willen. Wie entscheidest du dich? Das ist natürlich erfreulich. Ich würde gerne den Schöpfer von allem kennenlernen. Dann wäre ich natürlich auch überzeugt. Wobei ich nicht unbedingt sofort ihn anbeten würde, sondern erst einmal ein Gespräch mit ihm führen würde und ihn fragen würde, warum er bestimmte Entscheidungen so getroffen hat, wie er sie getroffen hat. Wo finde ich ihn denn? Das ist so eines dieser Videos, die sich mit der Theodizee-Frage beschäftigen. Eine Frage, die Epikur schon vor ca. 2300 Jahren gestellt hat, wenn man freundlich rundet. Wobei es auch nicht zu freundlich ist. Und ich muss sagen, die Antwort ist immer noch nicht gut. 2300 Jahre überlegt, immer noch keine gute Antwort gefunden.